Dann haben wir schon unseren ersten Redebeitrag von Maurice aus unserem Orga-Team, also aus dem Mitte-Südwest-Orga-Team. Macht einen großen Applaus für den wunderbaren Maurice. Es ist jetzt genau ein Jahr her. Ein Jahr, dass ich das erste Mal hier stand. Dass wir das erste Mal hier demonstrierten und dass wir das erste Mal das hinausgeschrien haben, was eigentlich selbstverständlich ist. Vielleicht sind wir heute fünfmal so viele. 5000 neue Gesichter und fünfmal so gut organisiert wie damals. Aber der Kern ist derselbe geblieben. Der Kern sind junge Menschen, die nichts anderes wollen, als diesen Planeten noch weiter bevölkern. Der Kern ist immer noch derselbe Hilfeschrei wie vor einem Jahr. Man kann vieles über uns sagen, dass wir professioneller geworden sind, dass wir größer geworden sind, ja, dass wir relevanter geworden sind. Aber wenn ich an das letzte Jahr zurückdenke, hat sich vor allem eine einzige Sache verändert. Wir haben ein Jahr weniger Zeit. Ein Jahr, in dem die politische Handlungsunfähigkeit nicht gesunken, nicht stagniert, sondern gewachsen ist. Ein Jahr, in dem das Ausmaß politischer Ignoranz die Grenzen des Ertragbaren überschritten hat. Ein Jahr aber auch, in dem wir mit jedem Mal größer, mit jeder Demo lauter und mit jeder Forderung gewachsen sind. Die aktuelle Form der politischen Untätigkeit, diese konsequente, kontinuierliche und kollektive Zerstörung unserer Lebensgrundlage, ist an dem Punkt, an dem sie heute ist, nichts anderes mehr als widerlich. Sie zwingt junge Menschen dazu, die Schule, die Uni oder den Betrieb zu streiken. Sie zwingt uns dazu, jede Woche aufs Neue an das Schier Unmögliche zu glauben. Jede Woche die Absurdität politischer Ignoranz zu ertragen. Und sie zwingt uns dazu, dass jede Diskussion über Klimaschutz zu einem Akt der Beherrschung wird. Sich für Klimaschutz zu engagieren, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren, ist kein Privileg mehr. Es ist kein Luxus, den sich einige wenige leisten können. Es ist längst keine Freizeitgestaltung und schon lange kein Spaß mehr. Es ist der schiere Kampf ums Überleben. Der Kampf um die eigene Existenz, die der eigenen Kinder und derer, die nach uns kommen. Ein Kampf, den wir alle gemeinsam führen müssen. Nicht, weil er uns begeistert oder weil er uns Spaß macht, sondern weil er alternativlos ist. Ein Privileg hingegen ist es, sich nicht mit uns zu befassen, an der Wirklichkeit vorbeizuschauen und den Kopf in den Sand zu stecken. Es ist ein Privileg einiger weniger, die das Glück haben, im Rausch von Konsum, Alltag und eigener Funktionsfähigkeit zu versinken. Aber in einem 4-Grad-Szenario gibt es nichts von den Dingen, die uns heute ablenken. In einer 4-Grad-Welt gibt es nichts von den Dingen, mit denen wir heute unsere Zeit vertreiben, das Leben genießen und die Probleme der Zeit verdrängen. Das eigentliche Problem an dieser Klimapolitik ist nicht allein, dass wir Paris verfehlen, dass Länder überschwemmt werden, dass Menschen ihre Heimat verlieren und dass Dürre, Hitzetote und Ernteausfälle zur Tagesordnung werden. Das eigentlich Dramatische an dieser Politik ist, dass das wider besserem Wissens passiert. Die Lösungen der Krise müssen nicht erfunden, sondern umgesetzt werden. Die Politik müsste... Die Politik müsste die Lösungen vom Tablett nehmen, auf dem die Wissenschaft sie seit Jahrzehnten präsentiert. Oft hört man, ich kann es mir nicht leisten, für Klimaschutz zu demonstrieren, zu streiken oder auf die Straße zu gehen. Aber das ist falsch.
Das Einzige, was man sich heute nicht mehr leisten kann, ist nicht Teil der weltweiten Klimaschutzbewegung zu sein. Weil es auf jeden ankommt. Weil es auf jeden ankommt. Weil jeder uns größer, stärker und unbequemer macht. Weil jeder heute und hier jemand ist, der morgen und dann sagen können wird, ich war nicht untätig. Ich habe dem Verkauf unseres Planeten die rote Karte gezeigt. Und vor allem war ich keiner von denen, die zugenickt haben, die Ja gesagt haben, die mitgemacht haben, als Bequemlichkeit über Erkenntnis gesiegt hat. Aber dafür bräuchte es Mut. Mut zu handeln, Mut, sich mit den Mächtigen aus Wirtschaft und Industrie anzulegen und vor allem den Mut, die Vision einer nachhaltigen, gerechten, solidarischen und demokratischen Gesellschaft zu verkörpern. Vielmehr scheint die politische Landschaft aber gar nicht dazu in der Lage, diese Vision zu verkörpern. Anstatt endlich die Windenergie auszubauen, verliert man sich in Diskussionen über die Verunstaltung von Landschaften durch Windparks. Gehen 1,4 Millionen Menschen auf die Straße, um für den Erhalt ihrer Zukunft zu streiken, verhöhnt man sie mit einem Klimaschutzpaket der Größe einer Postkarte. Beschwert sich aber ein halbes Dutzend Besorgbürger über das geplante Windkraftwerk im Nachbarwald, stehen CDU, SPD und FDP auf einmal stramm und nehmen die Sorgen der Menschen ernst. Wie viele Wälder, Naturschutzgebiete und Pflanzen müssen noch Opfer von Hitze, Dürre und der Klimakrise werden, damit die Politik versteht, dass man Wälder nicht beschützt, indem man Windkraftwerke verhindert. Der Feind dieser Wälder ist nicht die Windenergie. Der Feind dieser Wälder sind Braunkohle, fossile Energieträger und Erdöl, weil sie dem Wald das nehmen, was er am meisten braucht, sein Klima. Solange in diesem Land Windkraftanlagen stillstehen, weil Braunkohle Vorrang hat, solange wir uns abhängig machen von Saudi-Arabiens, Russlands Öl, solange wird es keinen echten Klimaschutz geben. Für Braunkohle ganze Landstriche, Dörfer, Seen und Wälder wegbaggern, kein Problem. Aber wenn so ein Windkraftwerk dann 0,0005 Quadratkilometer Fläche braucht, da hört der Spaß auf. Und solange die Politik in dieser Angelegenheit keine Flagge zeigt, solange wird der Ausbau erneuerbarer Energien das Tempo einer Nacktschnecke nicht überschreiten. Wäre ich jetzt höhnisch, würde ich ja sagen, dass selbst der Flughafen Berlin-Brandenburg eher fertig wird, als dass Deutschland ernste Klimapolitik betreibt. Aber mit einem weiteren Flughafen wäre dem Klima auch nicht sonderlich geholfen. Vielleicht immer noch derselbe Hilfeschrei wie vor einem Jahr. Aber hört man genau hin, merkt man, dass sich der Hilfeschrei doch verändert hat. Er ist etwas lauter, greller und ein ganzes Stück existenzieller geworden. Er ist größer und unbequemer. Er macht klar, so kann es nicht sein. So wird es nicht weitergehen und so werden wir das nicht zulassen. Der Protest für Klimaschutz in diesem Land mag laut gewesen sein, aber er war noch nicht laut genug. Was wir brauchen, ist ein wirklich ohrenbetäubender Weckruf, ein schrilles Warnsignal, das jeden und jede auf diesem Planeten erreicht. Das ist nicht das Ende der Klimaschutzbewegung in Deutschland. Wir haben gerade erst angefangen. Danke.